ein ganz eigenes Stück Heimat. Ein bisschen Eifel, nicht wirklich Mosel, irgendwie dazwischen. Mit weitem Blick, fruchtbar, lebendig. Eine Region, die gemeinsam statt einsam leben will und dafür was anpackt. Die weichen auch gern mal von der Norm ab und probieren was Neues. Mit Menschen, die sich auf die Schätze besinnen, die sie haben und damit ziemlich gut wirtschaften. Luxus ist insbesondere am Abend, wenn sie totale Ruhe haben. Dann ist es wirklich Luxus. Eine bildschöne Burg und eine malerische Landschaft. Willkommen auf dem Maifeld. Und es geht los. Nein, wir bleiben nicht an der Mosel. Ich biege ab. Durch eines der schmalen Seitentäler, hoch Richtung Eifel. So. Jetzt ist es gleich soweit. Die Stelle wollte ich Ihnen unbedingt zeigen. Jawohl. Und das ist wirklich das Besondere am Maifeld. Man ahnt es nicht und dann erscheint es. Die Burg Elz sehe ich noch nicht, aber jede Menge Weite. Großartig, irgendwie erhebend. Und dann mittendrin eine Kirche, und zwar eine gewaltige Kirche, die ich in der Größe hier überhaupt nicht erwartet hätte. Drumherum ist alles flach und deshalb kann man diese Kirche wohl auch von 40, 50 Orten in der Umgebung aus sehen, sagen die hier. Also richtig ein gewaltiges Ding. Die Stiftskirche in Münster-Maifeld. Schon ungewöhnlich, ein paar Kilometer oberhalb der Mosel und alles ist anders. Fruchtbar scheint die Gegend zu sein. Hier wird im wahren Sinne geackert. Meine Expedition heute geht an den oberen Rand unseres Landes in die Eifel. Gar nicht weit vom Rhein, oberhalb der Mosel. Da bin ich unterwegs. Auf dem Maifeld. Ein Hochplateau, um dessen Mitte Münster-Maifeld sich viele kleine Orte gruppieren. Und ganz am Rand die große Attraktion, die berühmte Burg Elz. Und dort, ganz in der Nähe, bin ich verabredet. Von der Burg keine Spur. Komisch, wo doch Burgen eigentlich immer Landmarks sind. Und nach Eifel sieht es auch nicht wirklich aus. Vielleicht ganz gut, dass ich mich zunächst mal bei einem Schäfer angesagt habe. In Möntenich. So ein bisschen auch zum Runterkommen. Georg Theobald. Mit ihm und seinen Schafen will ich zur Burg Elz. Asta ist die dritte im Team. Komm hier auf deinen Platz. Komm hier. Hallo. Hallo. Sie schon auf mich gewartet, Herr Theobald. Hallo. Oh, der Beifahrersitz ist ja schon belegt. Mit dem Auto. Dann mit dem Fahren klappt wunderbar. Nur das Schalten ist nicht so richtig. Okay. Oh, das ist ja ein Auto, in das man richtig reinklettern muss. Oh. Es gibt kein Gurt. Nee. Gerade ein verwirrter Griff ins Nichts. Ein Unruheständler, der sein Glück mit Schafen gemacht hat, auch wenn er sein Geld 40 Jahre lang als Banker verdient hat. Schafe hatte er noch länger. Und dann stehen sie da, die Mitarbeiter von Georg Theobald. Fast 70 Tiere hat er. Wissen die jetzt direkt, dass sie da sind? Ja, ja, ne? Die kennen mich schon. Aber zeigen eigentlich hauptsächlich Popos. Hey. Ah, da kommen die Köpfe. Schön. Da sind sie. Wie lange dauert das, bis man so harmonisch ist mit seiner Herde? Das dauert eine Zeit lang. Wir müssen auch die Verbindung mit dem Hund da muss schon irgendwo ein bisschen trainiert werden. Gell? Also Sie können jetzt nicht jeden Hund holen und damit da losmarschieren. Das geht nicht. Gell? Also Sie drei hier, sage ich jetzt mal, sind wie so ein Kommunikationsdreieck. Ja. Geübt, aufeinander eingestimmt. Ja. Das ist nicht wie zu Hause, ich bin der Chef. Verstehe. Ist es jetzt hier mehr, ich sag mal, das Schaf aus Leidenschaft? Es ist kein Beruf, um Brot zu verdienen? Nee. Ich freue mich immer, wenn ich ein bisschen was verdiene dabei, aber
ich komme auch so über die Runden, aber das macht mir einfach nur Spaß. Gell? Auch so diese Verbindung, nicht diese Tiere irgendwo in so einem Stall eingepfercht zu sehen in Massen, sondern die sind ja relativ frei, ist keins angebunden und nichts. Das ist so meins, weil das Fingerspitzengefühl verlangt und äußerste Ruhe und Beherrschtheit, gell. Weil manchmal bin ich schon ein bisschen hektisch, aber das merke ich dann. Da muss man sich zurücknehmen, sonst zeigen die einem, wo es lang geht. Gell? Also ich kenne diese typischen Rhönschafe. Sind das jetzt Maifeldschafe oder gibt es sowas gar nicht? Nee, das hier sind so die, also diese Merino-Schafe. Und die gehören hierher Merino-Land, oder sind die überall? Die sind überall in Deutschland. Okay. Meistens allerdings in Süddeutschland und Bayern. Aber ich habe so ein Faible dafür, weil ich jetzt auch so etwas ziehen muss, gell? Ja. Wenn ich dann runter zur Burg Elz ziehe, müssen die wandern können. Und wenn sie so, früher hatte ich mal Texelschafe, die können nicht marschieren. Dann, wenn die 200 Meter gegangen sind, dann haben die, ja, und das passt ja dann nicht. Dann sind die mehr für Deiche, wo die dann praktisch nur sind. Aber das sind richtig Marschierer. Ja, jetzt rufen wir die, dann gehen wir da raus. Komm, komm! Komm! Ja. Komm! Komm hier! Komm hier! Hier. Marschieren, das müssen sie wirklich. Theobalds Revier sind die Wiesen rund um Möntenich bis runter zum nahen Elsbach unten im Wald. Und je näher wir zur Elz kommen, zum westlichen Rand des Maifelds, desto dichter wird der. Also wir sind hier beim Gräflich-Elzschen Wald hier. Also schon der Wald, der zur Burg gehört, ja. Aber die Burg sieht man noch nicht. Nee. Irgendwann geht das Buff, da steht die vor Ihnen. Mitten im Wald, gefühlt. Ich hätte jetzt nicht gedacht, dass hier was plötzlich erscheint. Bumm, ist die da. Bumm, ist sie da. Wie eine Fata Morgana so ein bisschen. Toll. Hoch, gell? Ja, und halt anders, als man das von Burgen kennt. Sie ist von ganz eigener Schönheit, die Burg Elz. Das Tolle für mich, sie ist so ganz, so ursprünglich, so perfekt. Jetzt sehe ich auch, warum ich sie von oben, vom Maifeld aus, nicht gesehen habe. Sie liegt mitten im Wald, aber dennoch auf einem Hügel. Merken Sie noch, dass das was Besonderes ist? Ja. Ich stelle mir das immer vor, wenn ich sehe, wie lange das die Burg da schon steht. Ja. Und wenn man von hier kommt, macht das einen dann auch stolz, unsere Burg Elz? Ja. So, dann kommt mal die Damen. Die Damen ein Herr, ne? Ja. Und die müssen hier für den Graf die Wiesen alles schön halten. Ja. Ich finde, das gehört zu so einer Burg hier dazu, gell? Dass drumherum alles schick ist. Genau. Also jetzt, wo wir hier stehen, man kriegt ja fast Genickstarre, ne? Wirkt das noch größer. Ja. Mächtiger. Das ist imposant, gell? Ich stelle mir immer vor, oben diese Fenster da, wo die 6 Fenster sind, auf dem Dach da runter zu gucken. Ja. Da wird es einem schwindlig, gell? Das ist wie im freien Flug. Ja. Was ist das bessere Leben, Schäfer oder Bänkerer? Die ist entspannter. Die gehorchen alle meistens, gell? Das wollen sie auch, glaube ich, machen, bis es nicht mehr geht, ne? Ja. Ja, gucken Sie mal, die habe ich jahrelang für gebraucht, dass die so sind, wie sie jetzt sind. Und da kannst du dich nicht einfach so trennen von, gell? Ich bin fast ein bisschen ehrfürchtig geworden, hier zu Füßen der Burg. Ein Banker im Vorstand, der Entscheider war, reagieren musste und der lässt sich jetzt von seinen Schafen sagen, wo es lang geht. Theobald hat seins gefunden, das ist sicher. Schon beeindruckend. Also ich bin ehrlich gesagt, ich bin ganz froh, dass es so entspannt war jetzt mit Ihnen, weil jetzt kommt der Teil, wo ich echt aufgeregt bin, Graf treffen. Jawohl. Aber jetzt sagen wir erstmal Tschüss an die Mädels, an den Bock. Da ist er, ne? Ja, genau. Guckt nochmal kritisch zum Abschied. Mittendrin. Tschüss. Ciao. Ich muss nur über den Elzbach. Die Burg vom 500-Markschein. Was ein Eindruck. Ich glaube, so eine riesige und schöne Burg habe ich noch nie besucht. Über den Hof und ganz oben durch. Da finde ich ihn, hat er gesagt, der Burgherr. Richtig viel los hier. Jede Menge Führungen und junge Leute, die diesen Job machen. Finde ich schon mal gut.
Meine Verabredung: Karl Graf und edler Herr von und zu Els Kempenich. Ah, ein Mann und seine Burg. Hallo, Graf Els. Ich bin beeindruckt. Als ich reingelaufen bin, dachte ich schon, oh, hier wird's noch besser. Ist wirklich mein erstes Mal. Ehrlich? Ja, und ja? Ich fand's schon toll beim Reinlaufen. Aber es ist nie zu spät. Deswegen, aber ich zeige Ihnen gerne eine ganze Menge. Das ist schon mal etwas doch recht Besonderes. Oh ja. Der Blick ins Tal mit den Kugeln, die man irgendwann mal auf uns geworfen hat. Und die haben Sie jetzt hier liegen, um zu zeigen? Ja, ja, also wir haben es überlebt. Ja, genau. Genau, deswegen. Ja, ja. Das nenne ich mal einen Luxusbalkon. Vielleicht, ja. Der Luxus ist insbesondere am Abend, wenn Sie nur noch mehr den Bach, die Vögel und ansonsten totale Ruhe haben. Dann ist es wirklich Luxus. Das ist auch der lustige Kontrast jetzt, wo Sie das sagen. Hm. Der Blick nach hier und dann der belebte Innenhof. Ja, ja gut, wir brauchen beides. Ja. Ohne die Schönheit der Natur und die Schönheit der Burg würden unsere lieben Gäste nicht kommen. Ohne unsere Gäste könnten wir die Burg nicht halten. Die Gäste des Grafen kommen aus aller Herren Länder hierher. Und sie scheinen alle genauso begeistert wie ich. Na, so ein Urlaubsfoto mit dem echten Grafen. Danke schön. Das wiegt viel mehr als andere Erinnerungen. Gut, dann gehen wir mal rein. Ja. Er passt kaum in die Hosentasche, der Schlüssel zur Burg. 1997 hat er ihn bekommen. Da hat Karl Graf zu Els von seinem Vater übernommen. Hier wurde getafelt. Hier wurde getafelt, hier hat man gewohnt. Und hier hat man auch schöne Sachen hingehängt, wie zum Beispiel dieses zauberhafte Porträt der Mutter Gottes mit Kind, das an einer Traube nascht. Religiös genauso wie weltlich. Denn die Traube, der Wein, bedeutete für viele Menschen einfach Überleben. Denn Wasser war giftig. Und wenn da Alkohol drin war, dann war es sicher. Ja. Das hier sieht richtig 3D aus. Ganz ja, das besonders. Ist 3D. Und das ist ein Buch, das eine Bildungsexplosion fordert. Lernt lesen. Damals konnten höchstens 5% lesen. Lernt lesen. Aber wenn ihr schon lest, dann fangt vielleicht mit der Bibel an. Also ein Raum und schon habe ich richtig viel erfahren über die Zeit. Muss ich jetzt sagen, oder? Ja, wenn man es alles interpretieren kann, kriegt man schon so eine kleine Zeit. Ja, und man muss sich ja Folgendes denken. In der damals, als die Leute eben nicht lesen konnten, da hatte man ihnen die Dinge nur über Bilder erklären können. Eine hochkomplizierte Aufgabe in der Renaissance, dann plötzlich Lehrer zu haben. Denn alle, die gebildet waren, waren nämlich Klöster. Ach so. Und die Leute durften da nicht raus. Also musste man einfach lernen. Also ist es schon mal schön. Ja? Das ist schon ein tolles Zimmer, ne? Wie schön, ja? Ja. Dieser Raum hier ist dann von seiner Architektur her noch ursprünglich. Und die Eichenbalkendecke ist bereits über 580 Jahre alt. Als Tisch, Stuhl, ob es an den jungen Leuten liegt, irgendwie hat das alles gar nichts Verstaubtes für mich. Die Burg lebt, der Graf ist nahbar und das Haus auch. Es ist einfach toll, so ein begehbares Geschichtsbuch. Und daher drehen Sie so, dass man von oben rechts schlagt. Und hier haben Sie den sogenannten Rübenacher Obersaal oder das Schlafgemach mit einer burgundischen Malerei, so um 1460. Ja, 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 alles gemalt. Und mit fröhlichen Fruchtbarkeitssymbolen an der Wand. Und ein tolles Bett. Tolles Bett, ja. Hier stieg man ins Bett, so im wahrsten Sinne des Wortes. So vom Gefühl her, ja. So und hier, wenn man irgendwelche intimen Dinge besprochen hat oder sagen wir mal zumindest Geheimnisse geteilt hat, dann war darüber nicht zu sprechen. Deswegen ist darüber die Rose des Schweigens. Ach, das ist das Zeichen. Ja. Und es war klar, dass man die Betten nach oben tat, denn die warme Luft stieg nach oben. Ja? Das muss man alles wirklich auf diese schwierigen baulichen Gegebenheiten anpassen. Ja, und auf den Umstand, dass vielleicht dieser Kamin geheizt wurde, einer unter nur zwei. Und dann trafen sich hier viele und da lagen also die ganze Familie auf irgendwelchen Stroh oder sonstigen Säcken am Boden.
die heutige, sagen wir mal, Intimität, wie wir sie heute in unseren verschiedenen kleinen Zimmern pflegten, war damals undenkbar. Etwas sehr Ungewöhnliches für ein Schlafzimmer, eine Kapelle. Und hier ist auch alles richtig gemacht worden, denn eine Kapelle musste außerhalb des Hauses sein. Also hat man einen Erker gebaut. Und warum musste das außerhalb des Hauses sein? Nun, das war eine Regel der Kirche. Über dem Altar, also über dem Herrgott, durfte niemand anderer wohnen. Und wenn das in einem Erker war und es war außerhalb des Hauses, dann war ja nur der Himmel darüber. Und das hat dann gepasst. Diese Bauherren haben offenbar in anderen Dimensionen gedacht und geplant, für Generationen. Graf Els ist übrigens die 33. Gute Beziehungen und viele Verbündete haben natürlich einfach Macht und Einfluss bedeutet. Heute nennen wir den Raum Rittersaal. Und die drei Ritterrüstungen, die wurden hier im 19. Jahrhundert reingestellt. Die sind aber alle schon um einiges älter. Die Höfe zum Beispiel mussten eben auch immer Abgaben leisten und haben so auch geholfen, das eben zu erhalten. Ja. Gut. Richtig junge Truppe, ne? Ja, das ist wirklich die Stärke des Hauses oder der Charme des Hauses. Wir haben ganz junge, zwischen 18 und 25 und mit so viel Begeisterung und auch so viel Wissen und mit der Freude, hier zu sein, oft in der dritten Generation. Also die Burg Els bedeutet hier in der Nachbarschaft vieles, nämlich erstens mal einen ersten Job, den sie, diese Studenten oder in dem Fall manchmal Schüler noch haben. Und zweitens die Möglichkeit zu lernen, wie es ist, vor vielen Menschen zu reden, frei zu reden, in mehreren Sprachen und eine Gruppe zu führen. Das lernt man sonst nirgendwo. Oha, hier passiert was. Ja, hier wird restauriert und Statik gemacht. Deswegen ist der Boden hier auch aufgerissen. Ach ja. Trotz Baustelle, sage ich mal, auch das hier ist schön. Ja, das ist unser schönstes gotisches Dachgestühl. Und so aus dem Jahre 1442 ungefähr. Hier mit sehr schönem Blick ins Tal. Kann ich die auch machen? Natürlich. Funktioniert? Ach, oben auch, okay. Ach. Ja. Näher kann man dem Himmel hier nicht sein. Das ist sie wohl, die Ruhe, die heutzutage Luxus ist. Also jetzt schauen Sie mal, wie die in der Gotik gearbeitet haben. Die haben aus dem Vollen heraus geschnitzt, dieses Podestchen, auf dem dann wieder dieser Tragebalken, die Rundstütze drauf liegt. Nicht eingelassenes Holz, sondern eben auf dem Vollholz draufstehend. Ein Stück ist das. Die Schatzkammer. Hier gleich der Nepomuk, Johannes Nepomuk, nach dem heißen wir Els-Männer immer. Jeder heißt auch Johannes Nepomuk. Übrigens, ich laufe immer rechts von ihm. Er ließe mich sonst quasi links liegen. Etikette, die Schatzkammer. Ja, das ist von unserem Gold- und Silberschmiederwein. Die kann man oben aufmachen und Wein reintun. Und ach, das war ein Trinkgefäß. Ja, es muss auch praktisch sein. Was ist das? Ein Wildschweinchen? Das ist eine Sau, ja, mit Kokosnuss-Sau. Kokosnuss, also das heißt, in der Kokosnuss war dann Platz für Spirituosen aller Art. Es war alles immer funktional und logisch. Unbedingt. Das merke ich, ja? Unbedingt. Und dann ist es schon Abend. Die Burg ist leer. Ein ganz besonderes Gefühl. Und ich darf mit durch die Küche, den Aufenthaltsraum der Burgführer und Führerinnen, an seinen ganz speziellen Rückzugsort. Schon ein besonderer Moment. Hier draußen in die Laube. Oh ja, und man hat wieder diesen Kontrast zwischen unten viel Leben und hier Ruhe. Bitte sehr. Dankeschön. Oh. Man ist so richtig beschützt. Ja. Staunen Sie noch über die Menschenmassen da unten oder ist das für Sie ganz normal mittlerweile? Ich staune über die Burg jedes Mal, wenn ich komme. Ja? Der Ort fasziniert mich immer von Neuem und motiviert mich auch. Und sagen wir, ich freue mich über die Menschenmassen, weil sie verantwortlich dafür sind, dass ich dieses Haus so halten kann. Ist da auch Stolz ein bisschen mit bei? Die staunen ja alle. Ich habe ja auch gestaunt, als ich reingelaufen bin. Stolz, Freude mehr vielleicht. Dankbarkeit gegenüber meinen Vorfahren,
Dankbarkeit gegenüber meinen Geschwistern. Ich habe 8 Geschwister. Hätten sie auf einen Pflichtteil bestanden, wäre das alles leer. Ja. Dankbarkeit auch meinen Kindern gegenüber, denn für meinen ältesten Sohn haben auch meine Kinder verzichtet. Also, ja, das ist eine Mischung aus Gefühlen, die man hier hat, die ich hier habe. Sie wohnen ja nicht da, Sie wohnen, glaube ich, in Frankfurt. Gell? Ich wohne in Frankfurt. Ist das für Sie trotzdem ein Zuhause oder wäre das dann das ja, falsche Wort? Es ist ein Zuhause, es ist ein emotionaler Mittelpunkt der Familie. Es ist, ich sage immer, in der Emotionalität liegt es immer so zwischen Mutter und Großmutter. 850 Jahre Geschichte und eben diese bezaubernde Schönheit, dieser Frieden, dieses Besondere, was dieses Haus hat, hat dazu geführt, dass wir es eigentlich mehr lieben, als man normalerweise ein Gebäude lieben sollte. Aber es ist halt so. Das ist eine richtige Beziehung. Ja? Eine richtige Beziehung, genau. So. Und es war für mich ganz toll, das mit jemandem zu erleben, der eben eine Beziehung hat. Deshalb nochmal Dankeschön. Sehr gerne. Der Abschied fällt mir ein bisschen schwer. Aber ich will ja noch mehr erfahren über das Maifeld. Warum eigentlich Mai? Offenbar weiß man das nicht so genau, habe ich gelesen. Vielleicht, weil im Mai der Raps so schön gelb blühen soll? Jetzt nach der Ernte ist der Blick auf die fruchtbaren Böden frei. Das Maifeld war lange die Kornkammer der Eifel. Wie eine trutzige Kreuzritterburg wirkt sie, die Stiftskirche in Münster-Maifeld. Die Stadt soll ihren Namen vom gotischen Münster haben. Endlich mal von Namen. Jetzt habe ich sie ja schon mehrfach aus der Ferne glänzen sehen. Diese im wahren Sinn heiligen Hallen sind im Jahr 1225 erbaut worden. Auch so was Unglaubliches und eine ganz besondere Atmosphäre. Die älteste noch spielbare Orgel aus der Werkstatt der Familie Stumm im Hunsrück. Unter der ehemaligen Propstei, heute die Touristeninformation, noch ältere Zeugnisse aus der Münster-Maifelder Geschichte. Ziemlich neu, das Archäologische Museum. Direkt vor der Stiftskirche haben die Münster-Maifelder ein ganzes fränkisches Gräberfeld ausgebuddelt. 2009 und 10 erst wurden die Grabstellen entdeckt und Teile dann präsentiert. Wieder im Hier und Jetzt wartet ein Fahrrad auf mich. Ein bisschen mehr vom Heute auf dem Maifeld will ich ja auch noch sehen. Viele barocke Häuser, viel Fachwerk, Schönes für die Augen. Der Maifeld-Radweg. Auf einer alten Bahntrasse. Panorama pur und keine Steigung. Mitten in Mertenich, jede Menge Hühner direkt an der Straße und daneben ein Eierautomat.
Das ist ja lustig. Das ist bestimmt Ihrer, oder? Der Automat. Unser, ja. Kaum noch was drin. Ja, es ist der Haupttag. Und sonntags halt, ne? Zum Frühstück halt. Ja. Wie viele Hühner haben Sie? 250 Stück. Machen die dann auch 250 Eier am Tag? Nee, leider nicht. Nee. Nein, leider nicht. Egal, wie viel Sie füttern. Ja, ja, so viel schaffen Sie nicht, nein. Wobei das hier auf dem Land wahrscheinlich auch was Normaleres ist. Weil normalerweise, wenn ich Eier kaufe, höre ich keine Hühner. Das finde ich gerade toll. Nein, das stimmt. Ja. Aber hier gibt es einige. Hier gibt es ein paar mehr. Ja, genau. Dann füttern Sie mal, damit auch Montag wieder was drin ist. Ne? Alles klar. Tschüss. Tschüss. Mein Ziel, Gappenach, nördlich von Münster-Maifeld. Mitten im Nichts haben Claudia Hein und ihr Partner es gewagt, das Kaffee kostbar zu stemmen. Mit Dorferneuerungsmitteln, Geld vom Kreis und so weiter und mit einem ganz eigenen Gespür. Hallo. Die Chefin? Ja. Dachte ich mir jetzt so. Anna, hallo. Hallo, Anna. Hallo Claudia. Chef. Ich lasse dich erstmal einen Kuchen bringen, bevor ich dich direkt überfalle. Mhm, danke. Bitte schön. Danke. Ich war jetzt echt entzückt beim Reinlaufen. Ah, schön. Ich finde, das ist wirklich so ein kleines Paradieschen, wenn man hier reinkommt. Ja, genau. Super schön. Genauso soll und ordentlich was los. Hä? Ja. Aber man muss wissen, das dass wird ihr gut hier angenommen. Seid. Ich meine, Gappenach, das kennt man ja so gar nicht. Genau. Ja, wir haben ein bisschen Werbung gemacht, aber das ist Mund-zu-Mund-Propaganda und das gefällt den Gästen hier so wild, wie das aussieht und mit den vielen Blumen. Und hast du jetzt Stress? Musst du direkt weitermachen? Nee, es geht. Nein. Geh ich mal mit reingucken? Genau. Ja, klar. Weil es geht ja schön weiter, das ahnt man ja auch schon von draußen. Ja, es ist auch groß hier drin. Mann, ganz viele Details. Genau, kannst du mal unsere Kuchen gucken. Kommt mal gar nicht aus dem Gucken raus. Die macht ihr alle selbst, soweit ich weiß. Das machen wir alle selber, ja. Und da ist auch der Mann dazu. Hallo, Anna. Hi. Jetzt muss ich euch direkt mal fragen, ihr kommt ja nicht von hier, ne? Also ich habe zuerst, direkt davor in Frankfurt gelebt, als Fotografin gearbeitet, was ich zuerst auch hier weitergemacht habe die ganze Zeit. Und die Liebe hat mich hingezogen und das wunderschöne Maifeld. Das ist einfach eine ganz tolle Landschaft. Ich mag die Stadt unheimlich gerne, aber das ist purer Luxus, so ein Landleben hier. Das ist so eine... Ja, was ganz anderes als in der Stadt. Jetzt müssen wir noch mal über den Kuchen reden, weil der mich total anlacht. Da ist wirklich alles von euch bis ins Detail selbst gemacht. Alles. Da ist unter den Zwetschgen ist ein Belag, den habe ich selbst gemacht. Da habe ich die Zwetschgenmarmelade selber gemacht, den Mohn gemahlen und so weiter. Bei den anderen Kuchen, da haben wir auch das Getreide selber gemahlen. Was? So weit geht das? Ja, so weit geht das. Und was ist euer berühmtester? Ihr habt ja, glaube ich, ne, der schöne, hübsche da. Der ist so das Highlight den, bei uns. Den gibt es, seitdem es das Kaffee kostbar gibt. Mit dem Kuchen haben wir angefangen. Und was ist das Gold auf dem Kuchen? Das sieht ja wunderhübsch aus. Ja, das ist dieses Baiser. Also der Kuchen wird mit einem Baiser gemacht. Und in diesem Baiser ist Zucker. Und in dem Moment, wo der backt, drückt der Zucker sich nach außen und bildet diese goldenen Tropfen. Man sagt ja so schön, das Auge isst mit. Bei mir ist doch der Mund. Deshalb möchte ich ein Stück haben. Ja, sehr gerne. Wir sehen uns später. Ich gehe mal nach oben. Kann ich mich noch ein bisschen umschauen? Ja, vielen mach das. Dank, Nils. Danke, weil bei euch kommt man gar nicht mehr raus aus dem Gucken, glaube ich. Lass es dir schmecken. Dankeschön. Verändert ihr das auch ständig oder seid ihr eher da Traditionalisten und wollt es eigentlich so lassen? Naja, alles wächst ein bisschen im Leben, aber grundsätzlich bleibt es so. Wenn wir irgendwo ein schönes Möbelstück finden, dann kommt das wieder da rein. Die kommen ja auch aus den verschiedensten Ecken der Republik, haben wir die besorgt. Das Einzige, was sich immer wieder ändert, ist die Speisekarte. Die ändert sich jede Woche.
Also es ist spannend für die Kundschaft. Auf jeden Fall. Sehr schön. Wo ist denn die Claudia jetzt hin? Die Claudia ist hoch in die Küche. Darf ich da auch mal gucken, oder ist unverschämt? Gerne. Nee, kannst du gerne mal gucken gehen. Dann lass ich den, der ist vorzüglich. Ich stelle ihn dir hin für später. Genau. Oh, das sieht schön aus. Ja, ne? Was hast du da gezaubert? Mm, das ist unsere Brokkoli-Quiche mit Schafskäse, Walnüssen. Unten ist ein Dinkelvollkornbohnen. Alles so gesund. Ja. Und dazwischen auch noch Melde. Das ist ein Wildkraut. Das kennt kaum einer. Es wird eigentlich kaum noch genutzt. Schmeckt so ein bisschen wie Spinat. Eigentlich noch viel leckerer, so nussig. Und selbst gesammelt, natürlich. Selbst gesammelt, ne? Und das zusammen mit den Walnüssen. Auch selbst gesammelt, ne? Alles super. Wahnsinnige Arbeit. Mhm. Es sieht aber auch hübsch aus. Was ist das hier? Das ist ein Zucchini. Das wird die Zucchini-Pizza. Ja. Und die ist ja so spiralig, dünn geschnitten. Da kommt jetzt noch Käse drauf und dann kommt Ziegenkäse drauf und oben Frühlingszwiebeln. Und jede genau. Woche eine neue Karte, habe ich gehört. Ja, ja, weil wir wollen nicht immer das Gleiche kochen. Das ist dann, wir haben so unsere Standardsachen, wie zum Beispiel den Hering. Ja. Der wird gerne gegessen und den haben wir ganz oft drauf. Aber es sind immer wieder saisonal neue Sachen drauf. Jetzt habe ich ja beim Reinlaufen gesehen, es ist ordentlich was los bei euch. Also die Maifelder haben dann auch einen Sinn für Kreativität. Oder wie würdest du die beschreiben? Auf jeden Fall haben die einen Sinn für Kreativität. Und die sind auch, weichen auch gern mal von der Norm ab und probieren was Neues aus. Und wenn man so neu hierher kommt, wie sind sie da? Direkt offene Arme oder musstet ihr es euch ein bisschen erarbeiten? Also ich wohne schon ganz lange hier. Ja. Bei mir geht das eigentlich. Ich bin am Anfang immer Frankfurt hier hin und her gependelt und da hat das ein bisschen länger gedauert. Aber der Nils, als er hier hinkam, der wurde direkt mit offenen Armen empfangen. Wenn also die sind sehr, sehr offen, ja. Herzlich. Herzlich, gut, genau. Lachen viel, habe ich unten auch gehört. Und immer feiern unheimlich gerne. Feiern gut. Ja. Aber jetzt hast du erzählt von Frankfurt gependelt und ich glaube, da ist ja noch so ein bisschen das andere Leben, das hier oben auch zu finden. Vom Fotografieren, ne? Genau. Da hast du ein richtiges Studio. Da habe ich ein richtiges Studio. Damit habe ich hier angefangen. Und irgendwann kam das Café dazu. Ja. Ja, und jetzt machen wir das mal die Woche über fotografieren, am Wochenende Café. Schön. Aber da ich selbstständig bin, manche Wochen ist auch wenig los und manche Wochen ist viel los. Aber super, wenn man sich das so selber einteilen kann. Ja, ja. Beide und im Winter ist es relativ ruhig. Da ist das, wir haben ja ein Saisoncafé, wir machen Mitte Oktober wieder zu, weil dann ist echt, brauchen wir ein bisschen Pause. Und dann wird fotografiert. Genau, dann wird auch fotografiert. Und da sieht man auch deine Verbindung zur Gemeinde. Ja, ne? Ja. Ja, das war ein Projekt von mir, da habe ich mir in den Kopf gesetzt, die ganzen Gappe nachher mal zu porträtieren. Einfach damit, ja, dieses Miteinander, was wir auch mit dem Café haben möchten, damit das auch so eine Langlebigkeit auch hat. Und jetzt das Dorf für die Ewigkeit. Ja, genau. Von dir. Genau, genau. Und dann ist man richtig drin, oder? Dann gehört man zur Gemeinschaft. Auf jeden Fall. Also ich glaube, ich bin die Einzige, die so alle kennt. Das hier ist wirklich eine Kostbarkeit, finde ich, weil sie den Leuten hilft, im Dorf ihr Glück zu finden. Gemeinschaft und Lebendigkeit. Und das zeigen nicht nur die Stammgäste, sondern auch Claudias Porträts der Dorfbewohner zum 800-jährigen Dorfjubiläum. Die zeigt sie mir im Dorfgemeinschaftshaus schräg gegenüber. Also es ist schon so ein Werk, was dich nachhaltig stolz macht. Auf jeden Fall. Das ist, und ich gucke auch immer wieder in die Gesichter und gucke die Veränderungen von den Gesichtern. Ne? Das sieht toll aus. Weil das ist jetzt 2 Jahre her und da hat sich doch auch, die Leute sind älter geworden, gerade die Kinder, ne? Das sieht man ganz deutlich. Aber die Ausstellung soll auch nicht die ganze Zeit hier hängen, damit man sich da nicht so satt dran sieht, sondern damit das immer mal wieder was Neues, Frisches hat. Was sagen dir die Leute, die hier hängen? Wie empfinden die das? Ist ja schon wie ein Museum. Die finden das ganz spannend. Also die finden... Die gucken sich die Bilder an und überlegen, wen sie kennen, wen sie nicht kennen. Die kennen ja auch ganz viele Leute nicht. Auch die Leute, die hier groß geworden sind und haben das Gefühl, sie kennen jeden im Ort, finden doch ganz viele, die sie nicht kennen.
Das ist so meine Intention dahinter, dass ja ein Interesse geweckt wird. Wer ist das? Wo wohnt der? Und okay. Also ein bisschen wie ein Social Network, aber halt ja zum Anfassen und näher und in echter. Genau. Und bist du noch dahinter oder ist das Projekt abgeschlossen? Nein, das ist abgeschlossen. Das war mit der 800-Jahr-Feier, ja, wo sie alle an der Hauptstraße auf einem Drahtseil waren, sie alle die ganzen Fotos gespannt und damit war das abgeschlossen. Das soll so ein Zeitdokument sein. Okay, und ich glaube, ihn hier habe ich sogar schon erkannt, als ich in den Ort bin. Mit dem T-Shirt, dem Schnurrbart und den weißen Haaren. Der trägt die Zeitung bei euch, gell? Die Blättchen, genau. Mit seiner Tochter macht er das immer. Ich habe versucht, jeden so, wie er ist, einzufangen. Okay. Wenn das jemand war, der eher so ein Mürrischer ist, dann sollte er auch nicht lachen. Aber wenn jemand die ganze so ein sonniges Naturell hat, dann sollte er auch lachen. Also das, dieser Wiedererkennungswert. Das, so wie ich den Leuten im Dorf begegne, so hätte ich es am liebsten gehabt. Ich musste ja auch viele wirklich davon überzeugen. Das war ein bisschen schwierig. Das hat bei manchen mehrfache Besuche erfordert und das ganze Konzept erklären. Und erst als nach und nach immer mehr Leute sich haben fotografieren lassen und die auch die Bilder von den anderen gesehen haben und die auch zufrieden waren und stolz darauf waren, haben sich mehr und mehr Leute bereit erklärt, sich auch fotografieren zu lassen. Und so ist dann immer mehr auch diese Gemeinschaft entstanden von den vielen. Weil der Einzelne mag ein schönes Bild sein, aber das Ganze lebt von der Menge, von der Gemeinschaft. Und das soll das auch symbolisieren, dieser Zusammenhalt. Also mein Gefühl ist, das könnte ich mir jetzt noch 10-mal angucken und es wäre immer noch mal unterhaltsam. Ja, und du siehst auch immer wieder was anderes. Ja. Mhm, genau. Vielen Dank, viel Spaß noch mit eurem Wunderbar. Kaffee. Wunderbar, hat dir gut Nils. Gefallen. Schön. Sehr gut, mach's Bis gut. Bis bald. Ciao. Tschüss. Einfach wunderbare Blicke und Aussichten. Pferde sehe ich viele. Auf dem Maifeld gibt es sogar eine mobile Arztpraxis für Pferde. Der Pferdearzt hat keine Praxisräume, er macht ausschließlich Stallbesuche. Ich treffe ihn auf einem Reiterhof. Hallo. Hallo. Oh, da passiert ja schon direkt die erste Untersuchung. Ja, wir sind mittendrin. Kann ich nah rankommen? Anna Dörr, hallo. 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 Hallo, Alexandra. Wir sind gerade beim Röntgen, da sind Sie zu nah. Sie müssen mindestens 5 Meter in... Einfach zurückgehen. Ja, genau. Okay. Da stehen Sie sicher. Gut. Okay, Kopf schön gerade. So, das hat schon mal gepiekt. Jetzt darf ich noch mal dazukommen. Jetzt dürfen Sie, solange ich diesen Drücker nicht in der Hand habe, dürfen Sie gucken kommen. Und das ist auch direkt gelungen. Und es ist auch das im Bild, das wir sehen wollten. Also am liebsten nicht sehen würden, weil es zeigt dann doch eine kranke Halswirbelsäule. Da ist hier kein Abstand. Das heißt, da ist die Bandscheibe nicht mehr da, wo sie hingehört. Ist das eine typische Pferdekrankheit, wegen dem langen Hals oder so? Nein, nee? Also Sie haben jetzt hier zufälligerweise eine ziemliche Kuriosität. Okay. Das habe ich, glaube ich, in den letzten 25 Jahren so nicht gesehen. Ja. Also auch wenn es was Schlimmes ist, auch für Sie was Interessantes zu gucken, wie passiert das jetzt? Vielleicht das kommt ja da klar. Das ist ja leider oft so, dass das fürs Pferd so schlimme und für den Besitzer so traurige dann doch noch sehr interessant sein kann. Ja. Aber Sie merken jetzt an seinem Verhalten, dass ihm die Schmerzen scheinbar nicht so zusetzen. Der hat keine Schmerzen im Moment. Der ist, so wie er sich bewegt, habe ich eben gedacht, auch ist wieder alles in der normalen Position zurückgerutscht. Aber leider doch nicht. Ja. Was jetzt hier so ein bisschen für Zappeln sorgt, das sind die Fliegen, die im Moment sehr. Ach, die Fliegen. Ich dachte, der Herr Doktor. Dass man dann doch so ein bisschen, was will der noch? Kommt der noch mit einer Spritze um die Ecke? Nee? Nee, also. Nee. Also ihn machen jetzt die Fliegen nervöser als ich. Okay. Wie heißt er denn, der gute Patient? Jetzt reden wir so viel und haben ihn nicht mal vorgestellt. Ja, der heißt German Chicolena.
German Chicolet. Mhm, das ist ein Amerikaner, den haben wir vor 15 Jahren aus Amerika mitgebracht. Na dann, alles Gute, German Chicolena. Pferde auf dem Maifeld, das sind heute kaum noch Ackergäule, Arbeitstiere, sondern eher Freizeitpartner. Auf dem Reiterhof gibt es Unterricht für Pferde und für Menschen. Die Pferde sind speziell dafür ausgebildet, mit Amateuren umzugehen. Das reizt mich. Oh, tolles Fell, ganz seidig. Und hinter unseren Pferden darfst du auch lang gehen. Die haben gelernt, nicht zu treten. Nein. Und sie schaut dich jetzt an, schau. Ach ja, und du belohnst sie mit dem Wort brav. Und dann kannst du ihr ein Leckerchen geben, da wartet sie schon. Hast du gehört? Das heißt, gib ihr das Leckerchen. Genau. Das heißt aber auch, na, bist du zufrieden mit mir? Habe ich das gut gemacht? Habe ich gut auf dich aufgepasst? Es ist gegen alle Instinkte, hinten dran vorbeizulaufen. Genau. Ne? Max arbeitet sehr gerne auch frei. Und Max hört auch Stimmkommandos. Das heißt, du stellst dich jetzt mal neben sie, als ob du sie führen möchtest. Ja. Genau. Und das Kommando, um im Schritt loszugehen, ist okay. Und ein Küsschen geben in die Luft. Okay. Genau. Kleines bisschen auf sie warten. Sehr gut. Ja, wenn sie zu weit weg geht, ein kleines bisschen pfeifen und noch mal ein Küsschen. Und dann ist sie wieder näher bei dir. Und das Wort zum Anhalten wäre ho. Ho. Gut. Und dann sagst du einfach brav. Schauen sie, wie er dich auch an. Ja, das ist ein gutes Zeichen. Genau, das ist ein gutes Zeichen. Kein genervtes, okay. Und dann stellen wir sie gerade hin und dann darfst du kletter ich mal da hoch. Genau. Ui, ja, hurra. Jetzt schwank ich. Also du sitzt so gut, du könntest jetzt eine Hand schon loslassen und vorne genauso hinstellen, als ob du einen Zügel in der Hand hast. So, ach so machen, ja. Genau. Ich glaube, du könntest sogar beide Hände schon loslassen. Sehr gut. Du sitzt nämlich wirklich schön auf dem Pferd. Toll, das macht echt Spaß. Also ich hatte selten so ein Vertrauen und so wenig Angst. Ja. Weil ich kenne sie ja nicht. Das ist Nein, ja für mich ein ganz neues Tier. Genau. Ja. Und du hast noch nicht mal Zügel in der Hand. Also ja. Du musst ihr schon sehr vertrauen. Ja. Dann sag noch mal das Wort zum Anhalten. Ho. Sehr gut. Komme ich noch mal runter zu dir. Ja, gerne. Das war toll. Echt. Ah, upsala. Also, das war sehr beeindruckend, echt. Und dann können wir als letzten Vertrauensbeweis, können wir sie auch noch fragen, ob sie sich für uns hinlegen möchte. Das macht sie auch sehr gerne. Ja. Okay. So, wir können auch wieder. Süß. Bei jüngeren Pferden geht das ganz schnell, weil das ist spielerisch und die haben auch einen Riesenspaß daran. Ich fühle mich richtig gut mit Max. Hoffentlich macht ihm und seinen Kollegen diese Arbeit genauso viel Freude wie den Reitern. Ganz tolle Tiere. Also konnte ich jetzt hier mal noch mal merken. Sie meinen Pferde allgemein? Ja, ja. Da haben Sie wohl recht. Ja, das stimmt schon. Das ist schon ein Faszinoso. Das, das ist Ihre? Das ist meine. Ja? Da müssen Sie jetzt rein, ja. Tierarzt Bernhard Mercier nimmt mich mit zum nächsten Termin. 70.000 Kilometer pro Jahr im Auto, nur hier auf dem Maifeld. Und die meisten Einsätze spontan. Unfälle, Notfälle. Wir fahren nach Rüber, östlich von Münster-Maifeld. Wohnen mit Pferden, so heißt das Wohngebiet, wirklich. Das Pferd im Garten auf der Terrasse quasi. Das habe ich vorher noch nie gesehen, geht hier aber. Dieses Mal ist es ein schöner Termin. Eine Trächtigkeitsuntersuchung. Sie geben mir, was ich tragen kann, was ich helfen kann. Das wird gehen. Hier für Pferde. Ja, das ist schon eine schöne Ecke. Wow. Ja, das stimmt schon. Hallo. Guten Tag. Hallo, ich bin heute mal mitgekommen. Anna Dörr. Hallo. Christoph Kochen. Hallo. Hi. Hallo. Hallo. Wir kennen uns, ne? Genau. Ja. Gut. Ja, die Patientin steht unten in der Box. Mann, ihr habt's schön hier. Ja, wir können uns über die Aussicht nicht beklagen. Definitiv. Mal einmal tauschen. Mhm. Ist sie jetzt aufgeregt? Sie macht mir momentan keinen aufgeregten Eindruck. Nee. Mal gucken, was noch passiert. Jetzt muss ich wieder zurückdrehen, damit wir einmal von der anderen Seite dran können. Rein. Hallo. Sehr eigen. Ist jetzt vielleicht eine dämliche Frage, aber weiß so ein Pferd, dass es schwanger ist? Aus Züchtersicht, glaube ich, würde ich sagen, sie weiß es erstmal noch nicht wirklich. Ich glaube, die ist relativ überrascht, wenn sie einen Fohlen bekommt irgendwann. Das sieht man vielleicht als Tierarzt. Ist das das erste Fohlen? Bei ihr ist es das erste Fohlen. Ja gut, jetzt. Dann wird sie verwundert sein. Das mag schon sein. Wobei der Trieb natürlich dann in der Geburt einsetzt und das dann meistens auch einen reibungslosen Verlauf nimmt.
Also die Verwunderung weicht dann dem Muttertrieb, Gott sei Dank. Verwunderung und dann Verwandlung, so kann man ein bisschen sagen. Ja. Eine erfahrene Stute wird schon wissen, wo es drum geht. Jetzt also, ist es wieder soweit, ja. Da sehe ich schon was. Also tragen ist sie. Oh, sehr gut. Freuen Sie sich, das oder? Ich freue mich, ja. Aber erkennen tue ich es tatsächlich noch nicht, das Leib. Hier sehen Sie den Rippenbogen. Hier sehen Sie das Herz. Ja. Da sehen Sie den Magen. Ach ja, jetzt, wenn man es weiß. Ja. Das nach 3 Monaten, sehr schön. Würden Sie das jetzt auch ausdrucken, hinhängen irgendwie? Oder macht man das nur bei menschlichen Babys? Was wir schon mal gemacht haben, was man auch bei Züchtern öfter sieht, dass man es tatsächlich mal in Facebook stellt oder auf die Homepage stellt und sich freut, dass die Stute tragend ist. Toll. Das haben wir auch schon mal gemacht. Jetzt muss ich doch mal fragen, sind das für Sie besonders liebenswerte Tiere? Ich stoße nicht immer auf Gegenliebe. Mhm. Aber grundsätzlich sind Pferde schon tolle, interessante, imposante Tiere. Ja. Es gibt ja so richtige Pferdenarren, die eigentlich nur glücklich sind, wenn sie irgendwie auf der Koppel sind, im Stall. So würden Sie sich aber nicht beschreiben. Das ist dann im Beruf anders. Das darf auch ruhig mal was anderes sein nach Feierabend oder am Wochenende. Das natürlich scheint, so ist es dann doch nicht. Ich wollte ja da. Herr Koffern, ich komme mal zu Ihnen. Da sind Sie. Aber das ist ja schon wirklich eine besondere Art zu wohnen. Sie müssen ja nie weit laufen, wenn Sie zu Ihren Pferden wollen oder in den Stall. Genau, das ist auch so der Vorteil, den man hier hat. Man kann jetzt einfach morgens aus dem Haus rausfallen und kann dann die Pferde einfach betreuen. Und das ist aber schon was Außergewöhnliches hier. Auf jeden Fall. Das gibt es auch in Deutschland nur 2 Mal. Hier gibt es verschiedene Menschen, die alles Mögliche mit Pferden machen, ob es jetzt Züchten ist oder ob es Reiten ist. Es gibt allerdings auch viele, die hier wohnen, die keine Pferde haben. Aber ich habe jetzt schon den Eindruck, auf dem Maifeld, dieser Ackergaul, das ist gar nicht mehr so das Thema. Nein, das ist ja schon lange kein Thema. Er ist sogar wieder etwas mehr Thema geworden. Ach, jetzt ist wieder in. Ja, sagen wir so, die Reiterschaft sucht schon gerne ungewöhnliche Pferderassen. Ja. Weil man will sich ja aus der Masse, und es ist ja nun mittlerweile ein Breitensport, aus der Masse gern durch irgendwas herausheben. Und da ist dann auch wieder der Kaltblüter entdeckt worden. Insofern kommt der jetzt tatsächlich auch wieder eher mal vor in der Kundschaft, als das noch vor 10 Jahren der Fall war. Spaßig, oder? So ein Pferd vor der Tür. Das gehört dann wohl fast mit zur Familie. In der Stadt wäre das wohl nicht möglich. Tja, und dann mache ich mich wieder allein auf den Weg. In ein Dorf, dem schon ein kleiner Ruf vorausgeht. Mörz. Beschaulich, besonders ein Künstlerdorf, habe ich mehrfach gelesen. Die Mörzer sollen sehr aktiv sein und genau das interessiert mich. Bausünden der 70er sehe ich kaum. Viel schön renoviertes. Sie haben viel erhalten in ihrem Dorf, scheint mir. Richtig viel dörfliches Leben. Ich bin gespannt. Und jetzt mit einem der Macher im Dorf verabredet. Mit Klaus Groß. Der soll in Mörz schon so einiges bewegt haben. Hallo. Hallo. Das ist ja traumhaft bei Ihnen. Ja, natürlich. Schönen guten Tag. Och. Das ist immer echt staunen. Sehr schön. Ja. Alles selbst gemacht. Wir haben uns hier ein Paradies geschaffen. Aber wirklich? In dem es sich aushalten lässt. Ein Meister im Restaurieren und Bewahren, der hier offenbar einige mitgezogen hat. Die Grundrenovierung war ungefähr 1 Jahr. Dann konnten wir einziehen und haben dann peu à peu das ein oder andere noch nachgebaut. Sie sind ja kein eingeborener Mörzer, sag ich mal. Wahlmörzer. Wahlmörzer, ja. Wir sind ganz bewusst vor 40 Jahren von Koblenz aufs Land gezogen. Zuerst nach Münstermaifeld und dann irgendwann hier nach Mörz. Das städtische Umfeld war nicht das, was wir gesucht haben. Hat Mörz ein bisschen nach Ihnen gerufen? Ja, Mörz hat ja auch einen Ruf. Es ist schon ein besonderer Ort. Die Menschen hier sind in der Lage, was Besonderes zu tun. Und da macht es natürlich Spaß, sich daran zu beteiligen.
Also viele Leute, die wie Sie sind und gerne das Beste genauso ist es. Rausholen. Ja, es gibt also auch hier ganz viele, die bewusst die Tradition pflegen, aber trotzdem den Neuen gegenüber aufgeschlossen sind. Das ganze Dorf sieht eigentlich aus wie so ein Märchendorf. Ja, also da muss man wirklich sagen, die Leute, die hier wohnen, ziehen alle ein bisschen an einem Strang. Ihr habt euch aber auch richtig zusammengetan. Das ist ja ein organisiertes Schönsein, sage ich mal. Das Bilderbuchdorf ist das Ergebnis der, ihr nennt das IG Mörz. Also die Interessengemeinschaft Mörz, die ist vor 25 Jahren gegründet worden. In erster Linie, um Feste zu feiern. Ja, natürlich. Feiern. IG Party. Ja, genau. Feiern ist nun mal die beste Grundlage, um eine gute Gemeinschaft zu bilden. Das ist die Grundlage für viele Aktivitäten. Denn beim Feiern kommen die Menschen zusammen und man hat Spaß. Kommen die auch hier mal zusammen? Ja, hier kommt man sehr gerne zusammen. Es ist kein Biergarten, es ist privat. Aber hier ist ja irgendwie nichts richtig privat, oder? Ja. Es kann passieren, dass man die Straße hoch und runter geht und in jedem Hof eine Stunde sitzen bleibt. Cool. Ja. Es ist halt eben kein typisches Bauerndorf mehr, wo die Leute alle im Ort arbeiten. Die meisten sind außerhalb unterwegs. Oh, und jetzt kommen wir hier an bei der Töpferei Brück, die das auch sehr toll machen. Schöne Figur hier. Ja. Wurde auch hier gemacht wahrscheinlich. Das ist von der Martina, eine handgetöpferte Figur. Toll. Und diese gebändigte Wildnis, die auch hier zu sehen ist, das macht das halt eben aus. Ein hervorragender Kinderspielplatz. Ja. Also die finden das ganz toll. Ist das dann auch von der IG Mörz gemacht? Das ist auch IG Mörz. Da gab natürlich ein Brunnenfest zu, wie sich das gehört. Und da hat man hier das Bier kalt gestellt. Ja. Natürlich. So stelle ich mir vor, sehr schön. Man muss sich für Lebenszeit nehmen, für Kinder her und dann Wünsche geben. Okay, wir probieren das. Also, dass die Füllung älter ist. So geht's. Cool, oder? Wahnsinn. Oh, und schon zerfällt. Der Automat wird genutzt. Es gibt noch Kinder im Dorf. Auch die Mörzer wissen, sie müssen viel tun, damit das auch so bleibt hier auf dem Land. Der Spielplatz wurde von der Dorfgemeinschaft ziemlich aufwendig renoviert. Deswegen ist er auch so gelungen. Ja, die sind auch außergewöhnlich. Passen wieder ins Künstlerdorf. Die passen ins Künstlerdorf. So wird ihr Mörz gern bezeichnet. Und Mörz ist ja ein geschlossener Kreis. Ne? Es gibt auch ein Ende in Mörz. Deswegen haben wir vor etlichen Jahren einen Waldfriedhof in Mörz. Also man kann sich unter einem Baum bestatten lassen. Ja. Kommt das gut an bei den Älteren? Das kommt sehr gut an. Also es sind seit dieser Zeit schon 50 Grabstellen verkauft. Das ist aber ein toller Platz, so ganz ruhig direkt, ne? Ja, und direkt hinter der Mörzer Kirche, schließt also direkt ans Dorf an. Kann man da einfach hochlaufen? Da kann man einfach hingehen, hier kann man überall hergehen. Und man ist hier an der Stelle, obwohl es ist ja echt nah dran, aber man ist noch mal raus. Man ist erst mal raus. Ja, es ist also ein Ort der Ruhe und des Rückzugs. Auch für die Angehörigen, die später die Grabstelle besuchen, ist es ein besinnlicher Ort. Haben Sie hier auch schon eine Stelle gekauft? Ich habe auch schon eine Stelle hier, ja. Ja? Wissen Sie schon wo? Ja, natürlich. Echt? Wir haben mit 8 Personen einen kompletten Baum gekauft, einen sogenannten Freundschaftsbaum. Ach, wie schön. Und wir treffen uns jedes Jahr hier und machen ein Foto. Und wenn mal einer verstirbt, halten wir das Foto von dem hin. Ach, das ist ja irgendwie schön und traurig zugleich. Nee, das ist sehr schön, wenn man sich das... Wenn man weiß, da gehört man hin und die Freunde sind dabei. Viel Natur. Wir haben noch Gärten hier, wie man sieht, werden ja auch noch bewirtschaftet. Hallo. Hallo, und ihr Mary. Kennt euch auch, ja, na klar. Natürlich. Oh, ja. Sie sind von der Burg Elz? Oh ja, Anni Stelte auf der Burg Elz, jawohl. Aber was machen Sie da auch, Pflanzen? Ich bin oben in der Verwaltung tätig. Schon 25, 26 Jahre in der Richtung, ich weiß gar nicht, wie lang. Da kennen Sie den Grafen natürlich gut. Jawohl, kenne ich. Weil der hat mich komplett rumgeführt, ich habe alles mal gesehen, aber das kennen Sie auch dann. Das kenne ich auch. Wir machen ja immer einmal im Jahr Hausputz im Frühjahr. Ne? Wow. Und da komme ich überall, in jedes Action kommen wir dann praktisch rein. Und das machen Sie gut, es hat alles geblitzt, als ich da war. Das ist auch, liegt uns auch sehr am Herzen, dass es sauber ist, in dem Sinne. Ne? Na dann, noch frohes Schaffen. Danke, tschüss. Bis später, Mary. Ja.
Da klingt es auch schon wieder nach Leuten da hinten. Ja, die Mörzer haben sich natürlich auch ihre Aufgabe angenommen, den demografischen Wandel zu berücksichtigen und haben dafür, um die Gemeinschaft zu bestärken, die Mörzer Kaffeetafel gegründet. Ach, das steht ja auch, ja? Ja, und man sieht, der Hof ist das gefüllt. Das gefällt mir. Ja. Schön, das war das Kuchenbuffet. Komplette Tafel. Ja, der Kuchen ist alt. Genau. Der Mörzertreff. Immer freitags von 17 bis 19 Uhr. Das Motto: gemeinsam statt einsam. Noch nie ein Streit, noch nie Nachbarschaftsstreit. Noch nie Nachbarschaft. Entweder schlagen wir direkt zu oder. Jeder bringt was mit: Kuchen, Kaffee und Gemeinschaft gratis. Die Andrea hat hier angefangen mit einem Hofstand. Und dann bin ich hier vorbeigegangen. Ich wohne hier direkt ein paar Häuser weiter. Und dann habe ich gesagt: Was machst denn du da? Kannst du bei dir einen Kaffee trinken? So. Ja, und dann haben wir hier zusammengesessen und haben erzählt. Und dann kamen die Leute vorbei und haben uns hier sitzen gesehen und haben sich dann dazugesetzt. So fing das praktisch an. Und dann wurde es immer größer. Wir haben das ein Jahr so auf dieser lockeren Ebene gemacht. Den ursprünglichen Stand gibt es aber noch von Ihnen. Den Stand gibt es da vorne. Der fing aber auch klein an. Also hier in Mörz fängt alles klein an und es wird dann eine schöne Sache. Dann wird es groß. Ja. Halte ich euch gerade vom Verkaufen ab? Nö. Nö, die bedienen sich selbst. Sie können den Rest ja kaufen. Ja, genau. Die bedienen sich selbst. Heißt, ihr vertraut da auch. Ja, ja. Und was ihr ja auch habt, Andrea, das habe ich schon gesehen, das ist dieses ganz lustige Biogemüse, was so ein bisschen, man möchte fast sagen, verformt aussieht, aber das ist der Charme, ne? Das ist der Charme. Das macht auch mehr Spaß, in der Küche dann mit damit zu arbeiten. Ja. Und das macht halt auch Biogemüse aus, dass es nicht so aussieht wie im verschiedenen Läden, wo man genormt ist. Wo es genormt ist, ja. Kommen dann die wirklich nur von hier oder bist du auch mittlerweile überregional? Nee, es gibt viele von Maifeld, die kommen auch freitags extra dafür hierher und kaufen sich das Gemüse oder sagen, kannst du mir gerade meine Kiste Gemüse vorbeibringen? Ich habe kein Auto, das ist auch möglich. Was ein Service, wirklich alles. Auch die Zwiebelchen kommen natürlich auch von Maifeld. Die kommen auch von hier, ja. Alles von hier, sehr schön. Trinken wir noch einen Abschlusskaffee? Okay, gerne. Machen wir. Und noch ein Stück Kartoffelkuchen, wenn noch da ist. Ja. Wenn noch da ist. Wir sind die größte Freiluft-WG Deutschlands, sagt Klaus Groß noch über die Mörzer. Und das Bild passt perfekt. Und wenn die Maifelder kein eigenes Gemüse im Garten haben, dann kriegen sie es eben im Hofladen nebenan, vom Acker. Das gucke ich mir jetzt gerade mal noch an. Hallo! Sie sind gerade zu Gange, da dachte ich, jetzt gucke ich einfach mal, was hier gemacht wird. Hallo, ich bin Anna. Hallo. Kartoffelacker? Nee, es riecht ganz anders. Jawohl. Was ist das? Zwiebeln. Zwiebeln. Die liegen jetzt einfach nur hier rum? Ja, die würden trocknen. Ah, das wusste ich auch nicht. Also die trocknen erstmal ewig auf dem Feld? Oder wie lange? Ja, so eine Woche bis zwei. Ja. Und dann kann man sie erst richtig mitnehmen und verkaufen. Ne, dann sammeln wir die ein und dann gehen die noch mal ins Lager. Und dann müssen sie noch mal eine Zeit im Lager liegen, bis der Schaft völlig eingetrocknet ist. Und dann werden die geputzt, sortiert und dann verkauft. Und warum jetzt die zwei Wochen auf dem Feld und nicht gleich alle ins Lager? Weil wir die Sonne als Energieträger nutzen und das wesentlich billiger ist, wie Gas im Lager zu verbrennen. Das sieht so idyllisch aus jetzt gerade, wie Sie hier fahren. Ja, ist ja auch schön. Wir haben ja traumhaft. In jede Richtung, wo Sie gucken, haben Sie ein anderes Panorama. Wo kriegt man da die Boten? Stimmt, wo kriegt man das geboten? Und hier kann man ja überall so weit gucken. Ja. Ja? Dann arbeiten Sie mal schön weiter. Und danke, ich fahre weiter. Gut. Macht's es gut. Tschüss. Das Maifeld. Nochmal in der Abendsonne. Eine schöne Landschaft. Spannend, was sich in diesem Zwischenland zwischen Mosel und Eifel verbirgt. Die Maifelder mit ihren Ideen, ihrem Gemeinschaftsgedanken. Wie die Mörzer, die so viel Altes pflegen, viel Neues bewegen und in die Zukunft denken. Und so machen sie es auch auf der Burg Elz seit Jahrhunderten. Wieder runter zur Mosel fahre ich durchs Schrumpftal mit seinen vielen schönen Mühlen. Das Maifeld hat wirklich gute Aussichten. We live in a beautiful world.
ich bin froh, dass ich jetzt auch mal da war. Tschüss und bis zur nächsten Expedition. Somebody to leave.